Ja, hallo Leute, wir haben bald wieder Weihnachten, kaum zu glauben, aber so steht's im Kalender. Jeder glaubt eigentlich, Weihnachtsgeschenke kann man 2 Wochen vor Heiligabend bestellen, leider ein Irrtum. Viele Sachen sind jetzt schon ausverkauft und daher stelle ich hier mal ein paar Sachen vor, die vielleicht unterm Weihnachtsbaum liegen sollten. Wie zum Beispiel die Harry Potter Hausbanner. Wer sich erinnert, wir haben vor kurzem noch 20 Jahre Harry Potter gefeiert. Und diese Hausbanner, natürlich für jedes Haus einzeln, wunderschöne Figuren, sind gut gearbeitet und man kann die nach dem Spielen, wenn man das Spiel nennen möchte, auch an die Wand hängen. Und da sehen die richtig gut aus. Diese Pistolen hier kennt wohl jeder aus 99, einer schlägt sie alle. Siebtletzte Runde, die Zwillinge mussten sich leider gegenseitig rauskicken. Wir haben mitgefiebert und auch mitgetrauert, dass Annabelle gehen musste. Benutzt wurden allerdings diese Pistolen ohne diese Skins. Zu den Schleich-Sammel- und Spielfiguren muss man wohl nicht wirklich viel sagen. Immer hochwertig gearbeitet und schön zum in die Vitrine stellen oder zum Spielen. Barbies, ja klar. Das Thema Nummer 1 dieses Jahr, seit der Film raus ist, schreit alles nach Barbies in sämtlichen Versionen, ob Spielpuppen oder Sammelpuppen in der Red Edition, der Wahnsinn. Ja, und für die ganz Kleinen gibt's dann für Playmobil oder von Playmobil das riesig große Puppenhaus. Das Ding ist echt schwer und aufgebaut riesig. Also in meinem Kinderzimmer wäre damals kein Platz für sowas Großes gewesen. Ich würde mal schätzen, ich habe es nicht nachgemessen, so circa 60 x 40 cm wird das Ding schon sein. Enthalten sind alle Sachen, die hier abgebildet sind.